Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 Titan. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, so ziemlich, mehr oder weniger. Und ich muss jetzt erstmal abtanken. Ich muss mal raus, wo sind die jetzt? Nach oben muss ich. Nee, halt, war doch richtig. So, da so rum muss ich. So. Wir tun weiter abernten. Sind damit ja auch fast durch. Zumindest auf dem einen Feld, wenn wir heute durchkommen. Denke ich mal. Ups, da. Wie er hier laufen wird, ja, kurz sein, dass wir dann nächste Folge noch dran fertig, erst fertig werden. Naja. So, Kartoffelernter ist, Leger ist auch herzlich schön am Arbeiten. Das im Abtanken, das ist bereits im Abtanken. Jetzt müssen wir hingehen und noch weiter. Mich weiß mal, sind nämlich gerade bei 3 Tagen. Eieieiei, ich komme eingesammelt. Da. Opa, 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 tätere. Tätere. Tätere, hehe. So. Tun wir mal gerade jetzt hier weitermachen. Wir versuchen aber vernünftig ganz zu kommen. Erstmal hier die Dikes reingefahren, was auch normalerweise nicht möglich wäre. So. Und weiter. So, während der Zeit werden wir uns darum kümmern, dass unser kleiner hier mal nach Hause kommt, endlich. Währenddessen durch. Jetzt trinke ich ein Geschenk. So. Richtig. Nichts verschütten mit dem guten Zeug. Eine Flasche Schoschbock. Wow. So. 30%, weil wir schon in der Ecke liegen. Vor allem, weil ich jetzt die ganze Zeit aufnehme. Oh, weil die letzte Folge. Ah, ja. So. Wechsel. So, fertig. Und Vollgas. So. Haben wir schon mal gerade meinen ersten Schluck nehmen, das ist schon lange her, dass ich schon getrunken habe, und zumindest ist das mal was Neues. Nämlich Eisschorschbock. Oder Schorschbock Eis 13, 100 Euro für mich. Und der ist jetzt vorne, egal. Erster Schluck davon. Boah. Boah. Herb. Sehr herb sogar. Eieiei. Naja, mindestens ist kein Weizen. Weizen kann ich überhaupt nicht trinken. So. Naja. Aber jetzt darf ich die abtanken. So, das wäre das erste hier voll. Ich werde das mal gerade schnell ins Lager bringen. Das schon so machen, hier so stellenweise, je nachdem, erstmal ins Lager bringen und dann direkt wegfahren und dann am Ende wegfahren. Denn, dann stehen die Trucks nachher unnötig still. So, jetzt müsste ich schon unten echt auch abtanken. Aber ich würde erstmal, ja, eins am anderen, erstmal den hier wegfahren. Das ist der Nachteil, wenn man mit mehreren Sachen gleichzeitig arbeitet. Apropos, ich könnte hier auch nochmal Sprit rein tun. So. So. Solarpanel muss ich auch immer nochmal ein bisschen erhöhen. Aber das muss noch ein bisschen dauern. So, jetzt sind wir noch nett. So, das erste Ziel ist es ja erstmal noch einen neuen Trecker zu kriegen. Am liebsten halt den Deutsch. Wo ich den nämlich nach oben zum Kartoffeldienst abschieben erstmal.
Ja. Kartoffeldienst ist schwierig. So, hier lassen wir mal gerade. Kann er mal gerade tanken. Der tun wir mal gerade hier abtanken. Tanken, tanken, über neu abgetankt. Getankt und aufgetankt. So, wenn der auftankt, kann der nämlich ganz stetig gerade abtanken. Wenn ein anderes oben schon auch schon wieder voll ist. Heide Witzka, Herr Kapitän. Da kriegen wir einiges zu tun. Ach, ich glaube, der hier fertig ist. Bisschen, der müsste auch jetzt wieder. Bisschen ist schon wieder voll, wunderbar. Dann tanken wir gerade den ab. Mal abtanken. Ach ja. Und der Euro rollt und rollt immer weiter abwärts da. Das tue ich mal gerade schon vom leckeren Schussprung nehmen. Boah. Ich kriege mal Gänsehaut. Boah. Lecker am Arsch. Heilige Scheiße, das hat er schon mal getan. Höchstens 0,3 Liter Flaschen. Scheiße, Mann. Den kann ich hier leider nicht stehen lassen. Naja. Bis der da soweit ist, bin ich hier schon mal fertig. Ein bisschen weiter ich halt abtanken kann. Und die Erde ist auch bald zu Hause. Gott sei Dank. Man lebt schon an, so wie es sich gehört. So, der Hahn, du lebst immer noch allen einsam, tut mir leid für dich. Aber Eier, ich hab keinen Bock, immer Eier einzusammeln. So. Einmal abtanken. Der kann abtanken, wir werden den wegfahren. So. Doch aus dem Feld raus, so wunderbar. So, der ist auch fertig. So, kommen wir ziemlich pünktlich rechtzeitig wieder da, um den anderen wieder abzutanken. Das ist doch mal jetzt mal perfektes Timing. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ist er denn? Wie ist er denn, der Jute? Wie ist der Jute denn? Dann müsste da oben dann irgendwo jetzt hängen. Hängen, stecken, wie auch immer. Ich muss wohl dann denken, dass ich nachher die Drescher wieder umstelle. Auf Spalablage. Ansonsten habe ich ein Problem. Großes Problem. Habe ich große Probleme. Wunderbar. Jetzt nicht gegen die Laterne pollern. Heilige Scheiße. Ich merke auch richtig gut, wie die Hänger schon mal so am Schieben sind. So, der kann abtanken. Dann nehme ich nochmal auf die Seite fahren dann. Sonst habe ich hier wieder. Boah, der kann stehen bleiben. Ist eigentlich scheißegal.
Halt hier. Von der Abtank. Macht mal gerade, was der hier weg ist. Voll ist, wo wir schon mal gerade hier sind. Dann ist er nämlich auch erledigt. Und nebenbei werde ich jetzt gleich mal gerade nochmal nach unseren Kameraden Kartoffeln gucken. Ja, ich bin auch nicht vorangekommen. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, glaube ich. Ne, noch nicht bei der Hälfte. Da könnte ich mir höchstens überlegen, ob ich da vielleicht noch den zweiten dran setze und auf zwei Seiten ihn einsehe. Aber ich habe im Moment keinen Trecker frei, das ist ein Problem, ne? Wenn der frei wäre, wäre der. Und da jetzt extra hochzufahren, das wäre ein bisschen blöd. Weil den habe ich noch frei, ich Idiot. Den habe ich frei. Mach ich auch. Setze jetzt noch einen zweiten. Ich setze jetzt noch einen zweiten dran. Drauf. Da muss ich schon mit zwei arbeiten. Und manchmal bin ich fertig damit. Kostet mich ja vielleicht ein bisschen mehr an Helferkosten, aber das ist mir jetzt wert. So. Okay, stehe ich im Weg. Ich stehe nirgends im Weg. Ah, oder stehe ich hier im. Ich dachte, ich stehe hier irgendwie im Weg. Ist aber nicht so. Okay. Oh. Literweise möchte ich das schon jetzt auf. Das ist schon cool auf das Spiel jetzt. So. Ja, die hier. Der Mannschaft für 3. Kann er von selbst fahren. Und wir erst wieder abtanken. Ah, Moment, ich muss hier zu dem. Der untere ist der hier. Und auch immer der andere jetzt noch nicht. Also ja, haha. Klar, der muss noch länger warten aufs Abtanken. Komm, ich hab auch die Scheißflasche. Komm, ach. Muss ich mal gerade runterspülen. Oh, bitte um Entschuldigung. Oh. Wunderbar. So. Machen wir mal nachher. So. Das Ding wieder abtanken hier. Oh, warum hab ich grad die Nase zu? Machen wir mal. So. Na komm, bleib doch stehen, du. Drecksack. So. Hat die Dinge nicht ausgeschaltet? So. Muss ich doch. Gott, noch so kleine Türchen hinsetzen, weil. Ne, der bleibt für Kartoffeln. Nehme ich noch Hänger für den hier mit. Das ist ein bisschen so. Besorgt einen Hänger für den hier, für dann Kartoffeln abzufahren. Da muss ich aber jetzt erstmal mit einem. Hänger komme ich von hier unten schauen, wie das überhaupt aus, was ich da rauskriege. Ob sich ein Hänger überhaupt lohnt, zwei zu holen oder ob einer reicht. Das muss ich dann erstmal rausfinden. Naja. So, das reicht vollkommen aus. Nehme ich an, Licht an und dann fahren wir mal gerade hoch. Wir fahren den jetzt erstmal komplett durch, egal was jetzt kommt, damit das da oben vorangeht. Weil das dauert mir doch ein bisschen zu lange. So. Links
rechts frei, wunderbar. Okay, das schafft. Das läuft wunderbar. So. Sieht auch wunderbar aus hier. Der Käse ist gleich fertig, aber der ist wieder voll. Ich muss auf der Straße bleiben. Wäre sehr, sehr sinnvoll. So, ich mal gucken, wie weit der ist hier. Noch nicht ganz bei der Hälfte. Ja, doch nicht zu lange hier. Dann nehmen wir irgendwo das hier ein bisschen mehr zahle, aber. Egal. Halt, hier brauchst du nichts nachzuarbeiten. Bei den anderen müsste ich ja nacharbeiten. Da habe ich erst keinen Bock drauf. Weil hier so minimal bisschen. An dir das mir eigentlich flattert. So, der kann fahren. Wo stehen wir hier? Aber der ist auch in den letzten Zügen. Ist der hier fertig? Wunderschön. Dann kann ich hier direkt schon einsehen wieder. Das ist in der dritten Folge, wow. So, so, stopp. Vielleicht kommen wir unter die 100.000. Oh, wei, wei. Ist aber weniger schön. Jetzt müssen wir mal gerade mal warten, bis der Tier abgedankt ist, damit ich nach vorne fahren kann. Von allein macht der Helfer das denn nicht. Da, Lino. Das ist wieder unser Lino. Lino. Made in Germany. So, der ist voll. So. Fertig, wunderbar. So, kommen wir jetzt endlich mal zu Hause rein. Da wo er hingehört. Willkommen zu Hause, lieber D80. Dann bin ich doch froh gewesen, dass ich nicht verkauft habe. Vielleicht schon einen Hagenchat gemacht habe. Ja, irgendwann dreht sich den Hals rum, du Arsch! So, jetzt muss ich mal hier in die Ecke parken. Set aus. So. Das läuft wunderbar jetzt hier. So. Da fährt 24. Da fährt 30 bei 60. Durch auf 30 circa hoch. So. Wir fahren sie Kopf an Kopf, ziemlich. Aber 30 kann man als kein Problem immerhin. So. Also wenn wir zuerst wieder ansetzt. Fast synchron die beiden. Aber der oben ist ein bisschen schneller. Ja, der oben ist ein bisschen schneller. Ja, schade. Na ja, egal. So, der ist fertig. Das heißt, wir können hier mit dem Sehen beginnen, um 1000 Euro zu bekommen. Immerhin etwas. So, Wasser müssen wir auch noch ein bisschen nach. Noch ein bisschen kaufen. Kaufen. Ich kaufe doch kein Wasser. Wasser müssen wir auch noch ein bisschen holen fahren. So, Motor starten. So, du hast ihn auch zusammengeklappt, und ob keiner dran hängen bleibt. So, müssen wir jetzt oben den nochmal abtanken. Ausmachen vor allen Dingen. Ganz wichtig. So, und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hier mit dem Feld fertig. Wir sind nämlich jetzt schon drüber. Und dann
und dann geht's rüber, aber jetzt mal drüber. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch nächste Folge wieder ein zu Let's Play Landwirt Simulator 2013 Titanium. Wir werden dann hier den Rest abernten, werden einsehen. Eventuell auch da wieder Silage. Silage? Mach mal Silage. Muss mal gerade gucken. Ja. Werde jetzt schon auch wieder Silage machen. Also heißt, das müssen wir auch noch machen. Und ja, unsere Kartoffel hat jetzt bald mal auch im Auge. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.